Unter Einsatz meines Lebens bin ich hier, um die Mutter aller Masken zu retten. Ich habe von euch höchstpersönlich in den Kommentaren auf YouTube den Befehl bekommen, ich soll sie doch bergen, bevor sie verschwindet. Wir machen uns wieder auf die Suche. Ich habe extra hochdesinfizierte Sicherheitsfolie mitgebracht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die wieder finden. Das war doch hier irgendwo, oder? Nicht? Ich grabe hier gerade verzweifelt. Nein, hier ist sie nicht. Offensichtlich bin ich falsch. Das Problem ist, hier parkt heute ein Auto so, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, die Mutter aller Masken zu finden. Oder ich bin am falschen Ende. Ich gehe mal rüber und schau mal, ob sie auf der anderen Seite ist. Peinlich, vielleicht sollte ich einen Schnitt machen. Aber wir kriegen das schon hin. Ich bin jetzt am anderen Ende. Schauen wir mal, ob es hier ist. Ich habe wieder die Sicherheitspolsterfolie aufgebreitet und bin am Graben. Hier ist mal original gar nichts. Also leicht habe ich es nicht, wenn ich das so sage. Ah, ich habe sie gefunden, die Mutter aller Masken. Sie ist hier. Hoho. Jetzt werde ich sie mit etwas Laub vorsichtigst nicht erwischen, weil sie natürlich Unterlaub ist. Hab sie. So, ich habe die Mutter aller Masken. Sie ist gerettet. Das Problem ist jetzt, ich habe keine Idee, was ich mit ihr machen soll. Da denke ich jetzt mal in Ruhe drüber nach und dann informiere ich euch. Ich bin übrigens alter Knacker, Schmatz aus dem Rostingstädtchen der Lenkbach im Wienerwald. Das ist der buntgestreifte YouTube-Kanal mit grünem Gurkel. Und jetzt kommen die blauen Wolken, denn die gehören zum Lenkbachflug. Ich bin etwas verunsichert. Ich habe nämlich keine Idee, wie ich jetzt diese wunderbare Experimentalmutter aller Masken, die natürlich eine eigene Webcam braucht, oder? Ich müsste eigentlich eine Live-Übertragung im Internet haben, wie sie sich weiterentwickelt. Vielleicht gehe ich das an. Technisch wäre ich sogar in der Lage, das zu tun. Ja, dass wir da irgendwie so... Wie machen wir das? Wenn ich dir jetzt unter einen Glassturz gebe, ist das ja unauthentisch, dann kann sie ja nicht mehr vor sich hinschimmeln, oder? Kann sie das? Keine Ahnung. Da bräuchte man jetzt Experten, hochprofessionierte Studenten, die das wissen. Naja, ich werde mir da den Kopf drüber zerbrechen. Heute sind die Tischler im Haus, das ist schlecht, denn damit kann ich kein Alien-Video machen. Ich wollte das. Der Steinmetz hat sogar schon die Küchenarbeitsplatten in Arbeit genommen. Ich bin gerade Dokumente schwärzen und das ist echt schwierig, muss ich schon sagen. Wow, ist das schwierig, ich bin echt angestrengt. Hab schon erfolgreich mit meinem Sohn das Affenspiel gespielt. Habe erfolgreich gestern Abend noch gegen den anderen Sohn beim Schnapsen gewonnen. Das ist schon mal prima, denn das Schnapsen ist das Schwierigste von uns überhaupt. Mühle ist noch schwieriger, da gewinnt im Moment eher immer. Da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, aber... Ich bin mal hochoptimistisch, dass ich mich weiterentwickeln werde. Essen werden wir heute diese Gemüsepfanne. Da laufen kleine Kinder mitten auf der Straße. So ist das. Und der Kindergarten bekommt ja einen neuen Zaun, sehe ich. Ja, warum auch nicht? Der alte war ja eh noch schön. Also ich, ja, okay. Ich bin da eher der sparsame Mensch, ihr wisst Bescheid. Ja, was gibt es sonst so zu sagen? Meine Frau ist im Dienst. Die Nacht war überraschend friedlich. Ich habe Sachen geträumt, sage ich euch. Bist du deppert, habe ich einen Schmarrn zusammengeträumt. Allerdings habe ich die Aliensituation im Traum in Kombination mit dem Esstisch und dem Küchenumbau irgendwie integriert. Und dann kam einer, da habe ich mir den Namen fast gemerkt. Plattner. Robert Plattner ist gekommen. Im Traum. Das ist jetzt, hat keinen, sollte keinen Kontakt und keine Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen haben. Aber ein Robert Plattner ist gekommen und hat mir Dinge erzählt.
auch nicht lustig. Ja, das waren, also, ich glaube, in meinem Gehirn explodieren gerade die letzten funktionierenden Synapsen und lösen sich in Luft auf. So ist das in meinem Leben. Ja, ich heiz mal fleißig ein, denn die Tischler tragen viel Zeugs hinein und haben die Haustür sehr oft offen. Die machen gerade irgendeine Stiege nach oben. Die Stiege nach oben machen die gerade. Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig für die Tischler und für mich, denn wenn die Tür offen ist, wird mir kalt und dann friert es mir im Wohnzimmer das Putschi-Putschi ab. Keine gute Idee. Ja, ein wunderschöner, eiskalter Tag. Ich hatte ja gestern schon das Bedürfnis, rauszugehen und was zu tun. Habe ja die Reifen umgesteckt gestern. Habe ich euch das erzählt? Ich habe die Reifen umgesteckt. Von meinem und meiner Frau Auto habe ich erfolgreich die Reifen umgesteckt. Mein Vierjähriger hat vergeblich versucht, das Auto mit dem Wagenheber hochzuheben, ist mit seinem ganzen Körpergewicht an der Hebestange gehangen und es hat sich nicht viel bewegt, sagen wir mal so. Der hätte da einen Hebel gebraucht. War gestern aber absolut nicht in der Laune, ihm einen Hebel zu montieren und deshalb habe ich dann selbst hochgehoben. Habe mich halt mit ihm unterhalten. Ja, Zustand Autoreifen, Auto und Reifen ist natürlich immer sehr bedenklich. Das ist eh klar, das Auto ist ja doch schon jetzt 7,5 Jahre alt. Auwe, sage ich mal. Haben wir überlegt, vielleicht, dass wir nächstes Jahr ein Auto kaufen. Aber dann habe ich Lego bestellt. Auwe, habe ich Lego bestellt. Ich habe wieder so ein paar Dinge gebraucht. Und die Verkäufer hatten zufälligerweise ein paar Racer-Sets. Und diese paar Racer-Sets habe ich natürlich mitbestellt. Und eine Rechnung, nein, was heißt eine? Zwei Rechnungen von der Anwältin sind gekommen. Bist du deppert? Ja, also wir reden da von vierstelligen Beträgen. Und nicht unbedingt im unteren Bereich, die vierstelligen Beträge. Na egal, dafür habe ich ja das Notebook verkauft oder ausgeliefert gestern. Habe ich die Rechnung sogar schon geschrieben und geschickt. Und dieses Notebook wollte ich jetzt nachbestellen. Es ist im Einkauf 100 Euro teurer als das, das ich verkauft habe. Also es ist schon ein paar Wochen da gewesen. 100 Euro teurer im Einkauf. Und es ist natürlich nicht lieferbar. Was soll ich da noch dazu sagen? Pech gehabt, oder? Horror. Ja, Ware gibt es keine. Also ja, die Schulen kriegen dieses Billigklumper, das geht schon. Aber bei mir gibt es halt keine Ware. Brauche ich eh nicht. Ich werde das jetzt im Backlog nehmen und dann schaue ich mal, ob das vielleicht nächstes Jahr kommt. Wenn es nicht kommt, brauche ich es nicht zahlen. Ich bestelle es mir einen Lieferanten, wo ich nicht vorauszahlen muss. So mache ich das. Hier habe ich die Mutter aller Masken und denke jetzt darüber nach, was ich mit ihr mache. Ich bin schon höchst euphorisch und interessiert. Mal gucken. Dann reden wir weiter. Ah, so machen wir das. Es ist vollbracht. Die Mutter aller Masken ist gerettet. Ich hab's geschafft, selbstpersönlich, unter Einsatz meiner persönlichen Milben und Viren und sonstigen von uns überhaupt, ist sie jetzt hier. Ist sie nicht wunderschön? Ich habe ihr eine Vitrine gewidmet mit dem Laub, damit sie nicht so einsam ist, in dem sie gelegen ist. Und da ist sie jetzt, die Mutter aller Masken. Da gebe ich jetzt noch einen Deckel drauf. Und jetzt kommt die nächste Frage an euch, liebe Freunde der Blasmusik. Schreibt doch mal drunter, soll diese Mutter aller Masken jetzt im Freien, also unter Temperaturen der richtigen Realität sein? Oder soll sie im Gebäude bleiben über den Gefrierpunkt? Schreibt drunter, alles was unter diesem Video steht, wird berücksichtigt. Wenn mehr sagen herinnen, dann ist es herinnen. Wenn mehr sagen draußen, dann draußen. Der Linksweg ist ausgeschlossen, das ist eh klar. Und ich gehe jetzt ein bisschen hinein in die Wohnung und hoffe, dass dort wärmer ist als da. So mache ich das. Ich sag's euch, ich bin so arm, ihr habt überhaupt keinen Schimmer. Ich war doch gestern bei dem netten Kunden, Gummiverfahren. Und da habe ich doch das so toll eingerichtet mit den WLAN und mit dem Drucker und mit dem alten Drucker und mit allem drum und dran. Jetzt ruft mich der Kunde an, dass er nicht drucken kann. Ja, sage ich, okay, klicken Sie mal auf die Fernwartung. Findet er die Fernwartung nicht? Okay, habe ich gesagt, Desktop-Symbol gelöscht, ist ja kein Problem. Dann rufen wir halt das über Startmenü auf. Im Startmenü findet er die Fernwartung nicht. Sag ich, okay. Dann machen wir es über die Homepage. Holt er mal von der Homepage meine Fernwartung. Ich verbinde mich. Ist alles weg. Meine kompletten Installationen, alle Programme, die ich installiert habe, außer Office,
Denn Office kümmert sich Microsoft selber drüben. Alles futsch, inklusive Druckern. Der Kunde hat auf PC auffrischen geklickt. Das heißt, ich habe nochmal von vorne begonnen. Das ist mein Leben. Früher hat es das nicht gegeben. Früher hätte er Format C machen müssen und das hätte er nicht gemacht. Denn Format C hätte er nicht gewusst, dass es das gibt. Und ab Windows 95 hätte Windows das verhindert, dass ein Format C macht. Aber bei Windows 3.1 hat man doch, erinnert euch unter DOS, da hast du Format C machen können, während du von C gestartet hast. Das waren Zeiten, da sind die Fetzen geflogen. Das Wetter ist übrigens so, dass ich mich schon wieder ein bisschen in meine Computer-Museumsgeschichte hinein versetzen möchte. Da hätte ich jetzt schon wieder Lust, das zu machen. Aber ich bin an ganz einem anderen Video dran, von dem ich eigentlich dachte, okay, ich gehe hin zu dem Video. Und die bauen da noch einen Kran um. Die haben da dann jetzt nicht die fahren wir über den Markt. Irgendwas wollte ich doch erzählen. Was war denn das? Ui, peinlich! Ja. Wollte ich ja mein Computermuseum machen. Aber ich bin ja gerade am Video machen. Das heißt, ich wollte mich da eigentlich hinsetzen vor meine Lego-Figuren und einfach so drauf losfilmen. Und dann habe ich mal nachgelesen, was 2014 eigentlich los war. Und das ist ein Hammer. Und ich habe entschieden, nö, auf keinen Fall setze ich mich da. Ui, da sind die Bäume auch weg. Hey, die machen Nägel mit Köpfen, da ist alles weg. Das wird ja eine riesen... Da drüben bauen sie den Kran. Wahnsinn, das geht ja bis zu meiner Mutter. Da wohnt meine Mutter da drüben. Das wird eine große Wohnhausanlage. Alle Achtung, da brauchen wir Breitbandanschlüsse. Ja, aber nichts mit einfach filmen. Jetzt bin ich schon seit Stunden am Zusammensuchen und Umformulieren und hoffe, dass ich alle persönlichen Anreden rausgeretuschiert habe. Und so weiter. Aber ich habe erfolgreich die Kanal-Neuberechnungsgrundlagen an die Stadt geschickt und den Wasser-Neuberechnungsgrundlagen habe ich auch an die Stadt geschickt. Alles wunderbar und von und zu überhaupt die Planungsseite gehen. Kommt links. Ja, wenn der entgegen links kommt, dann schaue ich, dass ich auch links fahre. Dann kann mir nichts passieren. Das ist ja kein Problem. Ja, so ist das. Eine wunderbare Sonne scheint mich da gerade an. Ich heize fleißig ein, denn der Wind hat zur Folge, dass ein altes Haus, das nicht voll isoliert ist, natürlich ein bisschen kühler wird. Die Tischler werken fleißig an der Stiege in den Kinderbereich, die wohl erst verwendet werden darf, wenn ein Geländer montiert wird. Das ist nämlich ohne Geländer, Kinder ohne Geländer, auch Erwachsene ohne Geländer, aber zumindest ist der Handlauf da. Ja. Alles sehr spannend. Jedenfalls fasziniert es mich. Ich habe gerade wieder eine Rechnung bekommen über einen Lego-Kauf. Die Rechnung begeistert mich überhaupt nicht. Das Firmenkonto ist bereits auf unter 100 Euro. 98 Euro sind am Firmenkonto. Davon wird sich Google jetzt demnächst 40 Euro holen für Werbung. Die haben ja keine Hemmungen, die Google. Und dann ist es eine Bauchweh-Geschichte und dann kann ich nur mehr hoffen, dass Leute was kaufen. Ja, es ist sehr spannend. Die Maske habe ich euch schon gezeigt, die ist gerettet. Da kann nichts mehr passieren. Vielleicht sollte man da wirklich eine Webcam machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir das antue. Ich hätte ja die Voraussetzungen, ein Server hätte auch laufen. Das wäre doch einen YouTube-Livestream vielleicht mit der Maske. Das wäre ja eine absurde Aktion. Ach, der Herr Schmatz hat schon wieder kranke Ideen. Ich bleibe jetzt mal bei meinen YouTube-Videos und dann schauen wir weiter, wie wir weiter tun. Jetzt hole ich meinen Sohn, der wird mir dann erklären, wie die Welt läuft. Das macht er oft. Der kennt sich nämlich uraus. Und dann werde ich meine Dokumentationen weitermachen. Und aufgrund der aktuellen Windlage werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit heute keine Lego-Videos machen. Aber vielleicht das Ideenvideo. Schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Könnte morgen online gehen. Morgen um die Zeit, wo ich gerade mit meiner Frau beim Essen sitze. Ich glaube, ich werde mit meiner Frau morgen essen gehen. Ich werde das noch klären, ob das möglich ist. Vielleicht zur Mühle. Schauen wir mal. Neu gemeldete Fälle für die Covid-Situation am 4.11.2021. 8.877 laborbestätigte Fälle.
8.622 gestern, 22 Verstorbene, 3.216 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 481,2. 853.310 laborbestätigte Fälle, 66.852 aktive Fälle inklusive Spital, 1.436 im Spital ohne Intensiv, 344 auf der Intensiv, 98.418.811 durchgeführte Testungen, 11.136 Verstorbene, 775.322 Genesene. Wusch machen die Zahlen, da kann ich nur sagen, schauen wir, dass wir Schluss machen, sonst kriegen wir da noch Zoff. Alles Wichtige ist erledigt, ihr habt es gesehen in diesem wunderbaren Vlog. Ich habe heute bis jetzt noch nichts Produktives gemacht, fast nichts. Mit eins habe ich telefoniert, aber dazu ein anderes Mal mehr. Ja, ich mache jetzt weiter, ich mache dieses Video und dann werde ich vielleicht noch ein anderes Video machen und dann werde ich noch andere Dinge machen. Dann gehe ich ins Bett und vermisse meine Frau, denn die ist halt nicht da. Ja, in diesem Sinne, das ist der buntgestreifte YouTube-Kanal mit grünem Gurgel. Es geht um den Lenkbach-Vlog und das ist der mit der blauen Wolke.